Und herzlich willkommen im Wald. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, mich ein bisschen mit meinem neuen Steripen vertraut zu machen. Also das ist ja der Marktführer bei UV-Wasserentkeimungstools, vorsichtig ausgedrückt. Und will euch jetzt einfach mal in relativer Kürze ein bisschen erklären bzw. zeigen, wie ich das Ding jetzt zu benutzen gedenke. Ne? Was für mich eine gute Möglichkeit ist, mein Wasser aufzubereiten, was nicht zwingend immer, schon gar nicht überall und auch nicht für jeden eine gute Möglichkeit sein muss, sein Wasser aufzubereiten. So, dazu gerade noch ein bisschen was. Was für ein Wasser brauchen wir denn da? Und zwar folgendes. Das hier, das ist quasi eine ständige Langzeitpfütze, weil es ja doch viel geregnet hat in letzter Zeit. Also dieses Ding hat, naja, so Ansätze von einem Abfluss, weil es gerade wirklich zu voll ist. Aber da steht das Wasser ja schon seit auf jeden Fall vielen Wochen, seit Monaten könnte man eigentlich auch sagen. Man kann zwar bis zum Grund gucken, relativ problemlos, aber es ist schon deutlich zu erkennen, dass wir hier eine gewisse leichte Trübung im Wasser auf jeden Fall drin haben. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera einigermaßen brauchbar. Jedenfalls, der Grund ist schon, je nach Lichteinfall, hier kann man es gut sehen, doch trotzdem gut zu erkennen. Wäre jetzt so meine spontane erste Einschätzung, nachdem ich hier einfach nur vor diesem Wasser stehe und noch nichts weiter großartig untersucht habe. So, alternativ haben wir hier dieses Bächlein. Der ist Trinkwasser, das weiß ich jetzt in diesem Fall. Das ist halt einfach der nächste Bach, den ich habe. Deswegen, aus dem trinke ich häufiger. Der ist von der Wasserklarheit her, ja, vielleicht ein Ticken klarer, aber auch wirklich nur ein Ticken. Dieser eine Ticken, der kann aber durchaus schon ausschlaggebend sein. Das ist also kein super, super reiner Ultra-Gebirgsbach mehr. Aus dem man quasi seinen Säugling tränken könnte, sondern eine ganz, 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 ganz leichte Anreicherung von Nährstoffen hat in diesem Wasser schon stattgefunden, weil der fließt ja durch entsprechendes Gebiet, wo durchaus jede Menge Nährmaterial für Mikroorganismen im Wasser landet. Und ja, so reißender Strom ist das Ding jetzt auch nicht, dass wir völlig ausschließen könnten, dass hier drin nicht doch sich ein kleines bisschen Mikroorganismen eingenistet haben. Jetzt trinke ich aus dem Teil schon seit Jahren völlig ungefiltert und weiß, das ist harmlos. Aber wenn man das nicht durch Erfahrung in todesverachtender Selbstversuchsweise mal rausgefunden hat, kann man sich auf jeden Fall nicht sicher sein. Und sollte so ein Wasser vielleicht dann doch schon lieber eben entsprechend aufbereiten. Indizien hierfür wären jetzt für mich, wo ich jetzt anfangen würde, mir Sorgen zu machen, halt einmal eben wirklich dieser etwas schleimige, ganz leichte, schleimige Belag, den wir hier eben bei diesen nasser Erde vorfinden, so ganz, ganz leicht. Also das ist wirklich kaum zu bemerken. Und diese ganz, ganz leichte Schaumbildung mit 99%iger Wahrscheinlichkeit handelt es sich hierbei lediglich um Saporine, ne, oder irgendwelche anderen Holzinhaltsstoffe bzw. sekundären Pflanzenstoffe, die halt durch das ganze Laub, jetzt gerade insbesondere im Winter, sich jetzt hier in so einer Stelle mit beruhigtem Wasser, das findet man immer in so Kurven, ne, in so kleinen Buchten sozusagen, wo sich das Wasser nicht großartig bewegt, da findet man dann eben diese Schaumbildung. Und ja, da reichert sich das dann ein bisschen an. Das heißt jetzt noch nicht, oh Gott, nein, das darf ich überhaupt nicht trinken. Das heißt lediglich, 100%ig optimal ist es nicht. Aber mehr heißt es dann auch schon nicht mehr. Ne? So, wir schöpfen ein bisschen Wasser und gucken uns das Wasser dann noch mal ein bisschen genauer an. So, da sitzen wir und haben uns jetzt ein Gläslein Wasser abgezapft, wenn schon dann in stilvollem Gefäß. Und das gucken wir uns jetzt an. Wichtig ist jetzt, dass wir ein Gefäß haben, in das durchsichtig ist und wenigstens halbwegs sauber, sodass wir eben beurteilen können, wie klar ist denn nun unser Wasser. Ne?
Und wie man sehen kann, kann man hier schon noch ganz gut durchgucken und sieht dann einen verzerrten Ben. Verzerrt ist auch kein Problem, das sagt nichts über die Wasserqualität, sondern eher über die Lichtbrechung des Glases, was aus. Ein ganz gutes Merkmal ist, wenn man jetzt dahinter sein Wasser einen Finger hält und feststellt, dass man den Finger durchs Wasser, mal abgesehen eben von einer möglichen Vergrößerung, ungefähr genauso gut sieht wie quasi neben dem Wasser und rechnet noch so ein ganz kleines bisschen Trübung durch das Gefäß, das man benutzt, noch dazu. Dann könnte man jetzt sagen, das Wasser hat quasi keine optisch jetzt für uns draußen im Wald feststellbare Trübung. Und dann ist es auf jeden Fall so klar, dass wir es mit einer UV-Entkeimungslampe, sage ich jetzt mal vorsichtig, problemlos entkeimen könnten. Außerdem sehen wir hier ja jetzt schon ganz gut, ob da irgendwelche kleinen Schwebstoffe drin rumschwimmen oder nicht. Und das ist nicht der Fall. Und das kommt natürlich einer Entkeimung mit jedem Entkeimungsmittel sehr, 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 sehr zugute, wenn da eben entsprechend nichts drin ist. Besonders wichtig ist es halt eben bei UV-Entkeimung, dass wir es mit sehr klarem Wasser zu tun haben. So, wie klar ist jetzt dieses Wasser? Ich würde sagen, fast kaum eine Trübung feststellbar, also vielleicht eine ganz, 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 ganz leichte bis hin zu eben eine leichten. Und so ein Wasser würde ich jetzt persönlich für mich jederzeit mit einem UV-Aufbereiter aufbereitet trinken. Da würde ich mir jetzt bei dieser Klarheit auch zutrauen, gleich einen ganzen Liter auf einmal mit dem UV-Aufbereiter aufzubereiten. Wie das genau funktioniert, das gucken wir jetzt gleich. Wäre dieses Wasser jetzt etwas trüber, dann sähe die Situation ein wenig anders aus. Und ich habe ja schon erwähnt, im Grunde ist das sowieso Trinkwasser. Denn hat man es mit so einem sehr klaren Wasser zu tun, dann kann man das durchaus auch schon mal probieren. Und dann hat uns die Natur was mitgegeben, was da ganz praktisch ist, nämlich eine gewisse Geschmackssensorik. Die ist nämlich nicht für höchste Genüsse gedacht, sondern dafür festzustellen, ob das, was wir gerade essen oder trinken wollen, möglicherweise nicht so gesund sein könnte. Und wenn das Wasser also gut schmeckt, dann ist das durchaus ein brauchbarer Indikator dafür, dass es auch trinkbar ist. Wenn es scheiße schmeckt, kann es trotzdem trinkbar sein. Die Chancen, dass es das aber nicht ist, sind dann durchaus erheblich höher. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Es ist nicht sicher, man kann nicht allein durch Geschmack gut, also kann ich es trinken, arbeiten. Das funktioniert nicht, aber es ist auf jeden Fall wieder ein weiteres Indiz, um sicher gehen zu können, dass es auf keinen Fall besonders schlimmes Wasser sein kann. Und dieses hier, also geschmackstechnisch, je nach nix, je mehr es nach nix schmeckt, nach überhaupt nix, so wie wirklich nur allerfrischestes Quellwasser, das tollste Wasser, was man finden kann, schmeckt, und das ist hier fast gegeben, das liegt daran, dass die Quelle ungefähr 400 Meter weiter da hinten ist, trotzdem eben durch dieses sehr stark bewaldete Gebiet mit dem vielen Laub und so weiter und so fort, wir halt schon gewisse Verunreinigungen des Wassers trotzdem feststellen können, aber geschmacklich merkt man noch überhaupt nichts. Das ist einfach ein hervorragendes Wasser, sowas Gutes kannst du in keiner Flasche kaufen. Also meine Meinung jetzt, müsste man, weiß ich wie gesagt durch Erfahrung, überhaupt nicht entkeimen. Wenn ich jetzt das Glas austrinke, dann habe ich nichts mehr, was ich entkeimen kann. Macht auch nichts, weil ich gehe jetzt mal aus dieser Pfütze, die ich euch eben gezeigt habe, auch nochmal ein Glas zapfen. Und gucken wir mal, ob das ein bisschen drüber ist, weil ich hatte schon den Eindruck, manchmal ist es aber wirklich gar nicht so einfach zu beurteilen von der Wasseroberfläche, vor der man steht, aus. Man muss es also wirklich am besten in zum Beispiel, dieses Glas ist schon wirklich gut geeignet dafür, in ein entsprechendes durchsichtiges Gefäß füllen, um dann wirklich beurteilen zu können, wie trüb oder wie klar ist denn unser Wasser jetzt eigentlich, ne? So, und damit habe ich mein Glas jetzt aus besagter Pfütze aufgefüllt und wir stellen fest, hallo, hallo, ist
jetzt für mich eigentlich keinen Unterschied feststellbar. Und ich würde sagen, das ist ebenfalls ein sehr, sehr klares Wasser. Fast ohne Verunreinigung. Also es gibt Wasserhähne, da kriegt man eine dreckigere Brühe. Und das auch in Deutschland. Also auch unser Pfützenwasser ist tatsächlich sehr, 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 sehr schön klar. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Hätte ich jetzt schon gedacht, dass man das ein bisschen besser sieht, verunreinigungstechnisch. Wo kriege ich jetzt ein dreckiges Wasser her, um es euch zu zeigen? Scheiße. Naja, dann müssen wir es leider dabei bewenden lassen, dass ich gerade kein schlechteres Wasser hier in meinem Wald finde. Also mein Wald, ne? Ich halte mich da gerne auf Wald. Und ja, wie gesagt, was Schlechteres gibt's nicht. Das wäre jetzt das mieseste Wasser, das aktuell verfügbar ist. Trotzdem würde ich jetzt Folgendes empfehlen, lieber das Bachwasser, weil das halt das bewegtere Wasser ist. Unsere Langzeitpfütze, die da halt wirklich schon lange, lange, lange steht, da wäre es jetzt durchaus möglich, dass sie sich im Winter entwickelt haben, wieder sehr, sehr unwahrscheinlich, weil die gibt es auch erst seit Winter. Aber trotzdem wäre es vorstellbar, dass in diesem Wasser jetzt ein paar Cyanobakterien zu finden sind, die dann wiederum möglicherweise Giftstoffe enthalten, die wir nicht so gut vertragen. Da hilft es auch nichts, dass wir das Bakterium töten können mit unserer UV-Lampe. Die Giftstoffe im Inneren des Bakteriums sind ja trotzdem noch drin. Und wenn wir das Bakterium dann trinken, dann landet es im Magen und durch die Magensäure geht es dann kaputt. Und dann kann es sein, je nach Giftstoff, dass dieser Giftstoff dann eben entsprechend frei wird und bei uns ein bisschen Schäden anrichtet. Ne? Aber man muss da ja dazu sagen, die Menge macht immer das Gift. Also winzigste Mengen von Cyanobakteriengift, auch wenn das wirklich sehr starkes Gift sein kann, sind mit großer Wahrscheinlichkeit für uns dann trotzdem immer noch harmlos. Und jetzt habe ich mich mit der Brombeer Ich gehe schwer davon aus, dass ich das hier auch trinken kann. Ne? Und muss jetzt nicht nochmal zum Bach latschen. So, jetzt müssen wir dieses Wasser also trotzdem, um auf Nummer sicher zu gehen, erstmal entkeimen. Und dafür brauchen wir jetzt in meinem Fall meinen Steripen. Und der ist hier drin, ne? Weil steht ja auch drauf. Der wird mit, also das ist der Steripen Pure Plus. Nennt sich das Teil, glaube ich. Wenn nicht, schreibe ich es euch unten hin, falls ich mir das falsch gemerkt habe. Der hat sinnvollerweise so eine schöne Schlaufe, mit der er außen am Rucksack befestigt werden kann. An den Gürtel hängen, das halte ich für übertrieben. Außen am Rucksack befestigen, das halte ich für sehr sinnvoll, weil wenn man mal irgendwo einen Stopp macht, um Wasser nachzufüllen und das Ding dann gleich außen am Rucksack hängen hat, das ist auf jeden Fall, glaube ich, was ganz Praktisches, was ganz nützlich sein kann. Das Gerät darf durchaus nass werden, da kann nichts passieren. Also sprich, wenn es raufregnet, das ist egal. Vollständig ins Wasser schmeißen. Ich habe jetzt keinen Sicherheitshinweis gefunden, der davon abrät, das zu tun. Ich würde es trotzdem halt einfach mal spontan sein lassen, weil man muss es ja nicht unbedingt herausfordern, das Ding kaputt zu machen. So, wie sieht der jetzt aus? So. Und was kann der? Naja, der leuchtet ziemlich heftig. Also nicht heftig hell, sondern heftig brutzelnd. Und was kann der noch? Naja, der hat hier hinten so eine Schutzkappe und wenn man die aufmacht, dann findet man einen USB-Anschluss. Ja, und damit kann man den halt aufladen. Das ist also jetzt einer der UV-Wasserentkeimer, der einen Akku besitzt, einen integrierten. Grundsätzlich kann man natürlich auch sagen, was soll ich damit? Batterien halten eh länger, weil so ein Akku reicht für 20 Anwendungen. Jetzt sage ich mal ganz, ganz grob, eher tief gestapelt von der Kapazität her. Und das ist ja schon jetzt nicht so viel. Das wären dann quasi 10 Liter, die man mit einer Akkuladung entkeimen kann. Für Tagestouren langt das logischerweise aus. Das reicht auch für 2 Tagestouren oder mal ein Wochenende, insbesondere wenn man von Anfang an von daheim jetzt erstmal ein bisschen Wasser mitnimmt, das sowieso schon sauber ist und sich dann unterwegs halt eben gar nicht mehr so viel entkeimen muss oder unterwegs auch die ein oder andere sichere Wasserquelle zur Verfügung hat und das Ding dann gar nicht braucht. Ja, also ich würde schon sagen, man kommt da ein Weilchen mit aus. Aber für längere Touren muss man dann halt irgendwann
eine Powerbank mitschleppen, was aber immer noch besser ist als Batterien, weil je nachdem, wie lang die Tour dann wird, reicht eine Powerbank noch immer locker weiter und weiter und weiter, während man ansonsten das alternativ bei einem, der mit Batterien arbeitet, vielleicht schon 500 Gramm Batterien mitschleppen müsste oder was. Ne? Also gerade bei richtig langen Touren wird es dann irgendwann wirklich nicht mehr lustig, zumal noch so entschwerend dazukommt, wenn die Batterien leer sind, muss man sich ja auch weiterhin mitschleppen. Das gilt zwar auch für eine Powerbank, aber die wiegt halt nicht viel. Und das ist der springende Punkt, weshalb ich mich eben genau für dieses Modell entschieden habe und weshalb ich die UV-Wasserentkeimung ohnehin so interessant finde. Hat man ein Solarpanel ohnehin auf längeren Touren dabei, dann ist die Energieversorgung quasi kein Thema mehr. Dann ist man relativ autark, solange man jetzt nicht einen so hohen Energieverbrauch hat, dass eine schlechte Wetterphase ausreicht, um einem sämtliche Energiereserven sofort aufzubrauchen. Ne? Also ein minimales Restrisiko besteht dann halt eben auch noch, aber dann muss man in so einer Situation halt dann eben gucken, dass man seine Energie auf die wichtigen Dinge aufteilt. Vielleicht dann weniger mit dem Smartphone rumspielt und dafür eher seinen Wasserfilter mit Strom versorgt. Ne? Also, dass es wirklich gefährlich wird mit einem Stromversorgungsengpass bei einem großen Solarpanel, was man mitschleppt, nicht bei so einem kleinen winzigen Ding. Das ist nochmal was anderes. Das Risiko dafür halte ich doch für sehr überschaubar. Und selbst wenn oder wenn dieses Teil aus irgendwelchen Gründen kaputt gehen sollte oder nur dreckiges Wasser zur Verfügung steht und nichts einigermaßen Klares, dann kann man immer noch abkochen. Ne? Das muss man auch immer noch im Hinterkopf behalten. Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, hat natürlich noch die Möglichkeit, zusätzlich zum Beispiel dann eben für so einen Zweck ist er dann auch hervorragend geeignet, noch einen Sawyer Mini zusätzlich mitzuschleppen, weil der wiegt ja nicht viel. Beispielsweise ein Sawyer Mini. Ne? So, dieses Teil funktioniert jetzt folgendermaßen. Das hat hier diese zwei Metallbobbel. Und das sind quasi Messfühler, die registrieren, wenn sie nass sind. Und sobald beide nass sind, wenn man die Lampe ins Wasser hält, dann geht das Ding an. Blub. Tada! Und jetzt kann man damit fröhlich umrühren und hier oben drauf, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, kann man sehen. Blinket ein grünes Licht. Dieses grüne Licht blinket, wenn man jetzt keinen Mist macht oder das Ding zwischendurch aus dem Wasser raushebt. Wenn man das nämlich tut, dann geht es sofort aus. Tada! Wenn man es reinmacht, geht es wieder an. Und dann blinkt hier das grüne Licht auch wieder weiter. Und solange dieses grüne Licht blinkt, rührt man am besten. Weil solange läuft gerade der Entkeimungsvorgang. Ich drehe das jetzt um, damit ich das selber besser sehe. Und man konnte einfach fröhlich umrühren und das Ganze dauert ununterbrochen 48 Sekunden. Wenn man es zwischendurch aus irgendwelchen Gründen rauszieht, dann geht es natürlich ein kleines bisschen länger. In der Gebrauchsanweisung und je nachdem wie schnell das Ding blinkt, kann man auch erkennen, wie lange man noch zu rühren hat. Ja, jetzt ist es fertig und wenn die Lampe ausgeht und das Lichtchen oben grün leuchtet, also durchgehend und nicht mehr blinkt, dann ist der Entkeimungsvorgang abgeschossen. Dann kann man das auch problemlos rausziehen und ein bisschen ausschütteln und später vielleicht ein bisschen abtrocknen, wenn man das möchte. Jedenfalls kann man das Wasser ab sofort sehr gut trinken, ohne da irgendwie Angst haben zu müssen, dass da noch was drin ist. Geschmacklich merke ich jetzt aber doch einen Unterschied zwischen dem Bachwasser, das nach nichts schmeckt, und dem Wasser aus der Pfütze, was da halt schon eine Weile rumsteht. Das schmeckt jetzt nach Aquarium so ein bisschen, ne? Wie man sich einen Schluck aus dem Aquarium vorstellen würde. Ne? Aus einem gut gepflegten, sehr sauberen Aquarium, aber so ein bisschen aquariumig. Also kann man schwer beschreiben, aber ihr würdet es merken, wenn ihr so den direkten Vergleich hättet, so wie ich jetzt. So, folgendes. Schmeckt aber immer noch gut. Also ist immer noch besser als jedes Wasser aus der Flasche. Mit Abstand besser als jedes Wasser aus der Flasche. Also so schönes Waldwasser. Ich mag das vergleichsweise gerne. Ist nicht so gut wie das schwarze Wasser aus dem Schwarzwald. Aber wenn Wasser, dann bitte so. Ne? Also den macht man jetzt wie gesagt ein bisschen sauber und trocknet ihn ein bisschen ab und macht die Schutzkappe wieder drauf. Diese Lampe, die ist aus Glas. Das hat energetische Gründe, die kann dann mehr Energie abgeben. Das ist also keine LED,
Ne? Das ist also schon was anderes, was krasseres mit halt eben auch einem hohen Stromverbrauch, weshalb der Akku eben halt nicht lange hält. Eine LED-Lampe, die hier hinten so einen fetten Akku drin hat und dann gerade mal für 20 mal 48 Sekunden Licht gibt, das wäre ja grauenvoll. Ne? Das ist also schon eine ganz andere Kategorie von Lampe. Wir haben es hier also mit extrem kurzwelliger, extrem energetischer Strahlung zu tun. Aber man darf die jetzt auch nicht völlig überbewerten. In der Lage, Wassermoleküle aufzuspalten, ist die jetzt nicht. Ne? Also wäre ja potenziell möglich. Ist nicht völlig falsch. Ja? Also wenn du jetzt mit richtig krasser Strahlung zu tun hättest, irgendwann spaltet die dann auch tatsächlich das Wassermolekül. Aber so weit sind wir bei so einer kleinen Lampe jetzt bei weitem noch nicht. Allerdings killt die wirklich so ziemlich alles, was lebt im Wasser. Also was nicht in irgendeiner Form gegen UV-Strahlung geschützt ist, was bei Wasserorganismen eigentlich höchstens dann der Fall ist, wenn es gerade irgendwelche Überdauerungsstadien irgendwelcher Superspezialkeime sind, die eine Kalkhülle um sich selbst drumherum eben entsprechend gebildet haben. Wenn sowas im Wasser ist, da kann man auch abkochen, das hilft nicht, da kann man Chemie reinkippen. Ja, das hilft vielleicht ab sehr hohen Konzentrationen, dann ist das Wasser aber auch eigentlich nicht mehr trinkbar. Da kann man dann eigentlich wirklich nur noch filtern. Und wer jetzt also sagt, gut, ja, dann nehme ich lieber einen Filter, weil da könnte ja irgendein Parasit eben im entsprechend eingekalkten Überdauerungsstadium drin sein. Ja, dann müsst ihr das eben entsprechend so tun. Aber nur weil davon jetzt ein oder zwei oder drei drin sind in dem Wasser, was man gerade getrunken hat, heißt das noch lange nicht, dass man davon auch infiziert wird. Man hat da ja schon als Körper, ne, der ist da nicht völlig wehrlos. Die Evolution hat da das eine oder andere erfunden, um dagegen ein bisschen vorzugehen, gegen so einen unfreiwilligen, ja, gegen so einen Besucher, sage ich jetzt mal vorsichtig. Außerdem, Kalk, ne? Der löst sich ganz gut in Salzsäure. Und Magensäure hilft da dann eben entsprechend. Ne? Also, man kriegt das Viech zwar nicht raus, dass das Viech über unseren Magen überlebt. Ha, ne? Da muss es schon ein heftiges Viech sein, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also auch da gibt es theoretisch die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Aber ist halt wirklich sehr, 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 sehr gering. Oh. Und jetzt machen wir uns noch ein bisschen Gedanken zu den wesentlichen Regeln zur korrekten Anwendung eines Steripens. Ich habe mir da nämlich auch einige Gedanken gemacht und noch ein bisschen recherchiert und vieles ergibt durchaus Sinn, ne? Von dem ich mir so gedacht habe, das wäre vielleicht mal ganz gut, es dem einen oder anderen nochmal zu erzählen, der auch eben über so ein Ding nachdenkt. Ne? So, folgendes. Regel Nummer 1, das habe ich jetzt quasi extra im Beginn dieses Videos, im ersten Teil, versucht zu erklären. Klares Wasser. Sollte es kein klares Wasser geben, dann verschiedene andere Regeln. Aber Regel Nummer 1, klares Wasser und alles ist gut. Solange klares Wasser, brauchen wir uns nur noch ganz wenig andere Gedanken machen. Nämlich, zweitens, wir brauchen ein zur Entkeimung geeignetes Gefäß. Irgendwas, wo wir dieses Ding reinstecken können und auch noch Platz haben, um ein wenig zu rühren. Und jetzt müssen wir natürlich noch im Hinterkopf behalten, dass dieses Ding nur angeht, wenn die Fühler mit Wasser in Verbindung kommen. Und das passiert natürlich nur, wenn unser Gefäß mindestens so tief ist. Das Wasser muss also mindestens so hoch stehen, damit wir überhaupt mit dem Ding hier arbeiten können. Das ist also quasi die Voraussetzung an das Gefäß. Das ist gegeben bei diesem Glas, das ist gegeben bei dieser Tasse und bei so ziemlich jeder anderen Outdoor-Tasse, die überhaupt irgendwie existiert. Es ist also eigentlich kein großes Problem. Aber einen Gegenstand gibt es, der eigentlich auch eine beliebte Möglichkeit ist, Wasser zu transportieren und der dafür nicht in Frage kommt, nämlich eine große Flasche. Sei das jetzt eine Clean Canteen, eine Nalgene, eine PET-Flasche, in der vorher schwarzes Wasser aus dem Schwarzwald drin gewesen ist zum Beispiel. oder eine ganz normale Supermarkt-Wasserflasche, was auch immer. Das ist alles nicht so geeignet, weil die haben mit ihrem dünnen Flaschenhals keine Möglichkeit, das Ding da so weit reinzustecken, dass die beiden Kontakte Wasser abbekommen. Wir brauchen also in irgendeiner Form einen Becher oder wir akzeptieren als Notlösung
die Notlösungsvariante, dass wir eine PET-Flasche in der Mitte zum Beispiel durchschneiden und dann automatisch einen Becher bekommen. Oder auch nicht in der Mitte, sondern in zwei Dritteln oder was auch immer. Aber das Resultat ist in jedem Fall dann wieder ein Becher, mit dem wir arbeiten können, mit diesem Stift. Also eine Survival-Lösung gibt es, aber die Flasche ist dann halt eben kaputt. Und das möchte man vielleicht nicht unbedingt wegen jedem bisschen Wasser, was man entkeimen möchte, gleich mal so haben. Ne? Also das war Regel Nummer 2, geeignetes Gefäß. So, jetzt kommt Regel Nummer 3. Dosierungsanleitung. Das Ding entkeimt maximal 1 Liter Wasser auf einmal, vorsichtig ausgedrückt. Wir können also nichts entkeimen, das mehr als 1 Liter Wasser ist. Wir können mehrmals 1 Liter Wasser hintereinander entkeimen und den dann jeweils woanders reinkippen und so dann quasi einen Vorrat an entkeimtem Wasser anlegen. Wir können aber trotzdem nicht mehr als 1 Liter Wasser auf einmal entkeimen. So, und warum können wir das nicht? Weil das Volumen des Wassers um unsere Lampe sonst zu groß wird. Denn die UV-Strahlung, die strahlt in alle Richtungen ab. Haben wir jetzt unsere Lampe in eine meinetwegen 5 Liter Flasche mit Wasser reingepackt, ne? Und da sind auch 5 Liter Wasser drin, dann reicht die UV-Strahlung nur, weiß nicht, vielleicht 10 cm. Unser Wasser ist aber zum Teil 20 cm weit weg von unserer Lampe. Selbst wenn wir jetzt rühren, sind da so viele Wasserpartikel in diesem Ding drin, dass die 48 Sekunden, die die Strahlung in eben diesem kleinen Radius von vielleicht eben 10 cm, wie viel das genau ist, weiß ich nicht. Das hängt auch von der Trübung des Wassers ab. Je trüber, desto weniger. Ne? Aber dass das Wasser nicht trüb sein soll, haben wir ja schon gesagt in Regel Nummer 1. Das führt aber trotzdem immer dazu, dass wir nie sicher sein können, ob auch UV-Strahlung bei den am weitesten entfernten Wasserpartikeln über einen lang genugen Zeitraum angekommen ist. Deswegen maximales Volumen des Gefäßes, in dem wir unser Wasser entkeimen, 1 Liter. Maximale Menge an Wasser, die da drin sein darf, 1 Liter. Wichtig, für 1 Liter müssen wir die Anwendung 2-mal durchführen. Also nicht 48 Sekunden Licht, sondern 2-mal 48 Sekunden Licht. Und das sind dann 96 Sekunden. Ha, Ben kann rechnen. So, was auch geht, ist natürlich 1/2 Liter Wasser in einem 1 Liter Gefäß zu entkeimen. Das funktioniert auch. Dafür bräuchte man dann theoretisch nur eine Anwendung, je nachdem, wie weit das Wasser in dem Gefäß aufgrund des speziellen Aufbaus des Gefäßes von der Lampe entfernt ist. Würde ich die Anwendung aber trotzdem zur Sicherheit nochmal wiederholen, wenn ich dann nur halt eben ein 1 Liter Gefäß zur Verfügung habe. So, deswegen Tipp, beziehungsweise meine persönliche Empfehlung, beziehungsweise so wie ich das machen werde. Ich werde mit dem Ding nie 1 Liter Wasser auf einmal entkeimen durch 2 Anwendungen, sondern ich werde immer nur maximal 1/2 Liter entkeimen und im Regelfall nur maximal 400 Milliliter, was einer einigermaßen gefüllten dieser Tasse hier entspricht. Ne? Weil je weniger Wasser man hat, je weniger Volumen, desto sicherer kann man sich sein, dass dann auch wirklich an jedem Wasserpartikel beziehungsweise bei jedem Krankheitserreger, der ja theoretisch weit weg sein könnte, mit Sicherheit dann auch die erforderliche Strahlungsmenge ankommt. Das ist einfach nochmal ein zusätzlicher kleiner Sicherheitszuschlag, der mir nicht wehtut, weil ich mir um die Stromversorgung ja keine Sorgen machen muss, weil ich ja ein Solarpanel dabei habe. Oder ohnehin nur so kurz im Wald bin, dass ich mir auch wieder um die Stromversorgung keine Sorgen machen muss. Und deswegen werde ich das immer so machen. Also für mich maximal 1/2 Liter. Die Liter-Version kommt bei mir wirklich nicht in die Tüte. Und wenn ich 1 Liter Wasser entkeimen möchte, dann entkeime ich halt 2-mal 1/2 Liter in dieser Tasse. Oder fast 1/2 Liter. Oder 3-mal fast 1/2 Liter. Oder 4-mal oder 5-mal oder 6-mal. Irgendwann hat man eine große Menge Wasser zusammen. Das dauert dann zwar natürlich ein kleines bisschen länger, als es eigentlich unbedingt dauern müsste. Aber wir sprechen hier bei, sagen wir mal, 3 Litern von 6 Minuten. Also wenn ich keine 6 Minuten Zeit habe, um mir meinen vollständigen Trinkwasservorrat für den ganzen Tag zu entkeimen, dann mache ich meiner Meinung nach irgendwas falsch in der Natur. Ne? Meine Meinung. Kann man jetzt natürlich auch anders sehen. Ne?
Aber es ist halt wirklich nochmal wichtig, dass das wirklich auch jeder begriffen hat. Höhere Mengen Wasser auf einmal entkeimen als ein Liter ist nicht möglich. Nehmt besser sowieso gleich nur einen halben und dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Und wollt ihr größere Mengen entkeimen, dann mehrfach ein Liter oder mehrfach einen halben Liter, was natürlich nochmal eben ein bisschen sicherer ist. So, das ist hoffentlich deutlich genug gewesen, dass das jeder begriffen hat. Kommen wir zu Regel Nummer 4. Sollten wir kein klares Wasser haben, dann entkeimen wir doppelt. Ne? Also sobald wir von einer sichtbaren Trübung des Wassers sprechen können und sagen wir mal, wir haben jetzt eben wieder vor, in dieser Tasse zu entkeimen und haben vorher in einer PET-Flasche zum Beispiel festgestellt, zum Durchgucken, dass unser Wasser ein wenig getrübt ist, dann würde ich eben sofort vorschlagen, selbst wenn hier nur 400 Milliliter drin sind, entkeimen wir doppelt. Weil Strom ist eben, wie gesagt, nicht Mangel. Warum nicht? Man kann nämlich, das ist wichtig für diejenigen, die das auch vielleicht noch nicht so ganz realisiert haben, man kann nicht zu viel entkeimen. Da kann nichts passieren. Du kannst fünfmal entkeimen, auch wenn das Wasser vorher schon keimfrei gewesen ist oder fast keimfrei, ganz keimfreies Wasser existiert nicht, beziehungsweise nicht mit vertretbarem Aufwand. Selbst im Büro kann man, im Labor kann man kein 100% keimfreies Wasser herstellen. Man kann 99,99999999, was auch immer, aber selbst da ist ein absolut keimfrei nicht möglich. Das sollte einem auch mal klar sein. Das ist aber auch nicht erforderlich, um Trinkwasser zu haben. Für Trinkwasser reicht keimarm vollkommen aus. Das muss nicht keimfrei sein. Das ist überhaupt nicht notwendig. Ne? So, aber nochmal, Regel Nummer 4, wenn Wasser nicht super klar, Vorgang mehrfach wiederholen. Wenn Wasser wirklich, wirklich dreckig, dann abkochen. Dann funktioniert das irgendwann nicht mehr. Ne? Also man kann nicht beliebig oft wiederholen bei beliebig dreckigem Wasser. Irgendwann funktioniert es einfach gar nicht mehr. Da ist das Zeug so dreckig, dass halt einfach die UV-Leuchtenkapazität nicht mehr ausreicht, um selbst das ganz nah an der Lampe befindliche Wasser absolut sicher zu entkeimen. Beziehungsweise da müsste man 10, 20 Mal vielleicht entkeimen und in der Zeit, die das dauert, bilden sich dann auch schon wieder neue Keime. Also irgendwo sind dann die Grenzen erreicht. Eine absolute Dreckbrühe kriegt man damit wieder nicht sauber. So, Regel Nummer 5. Was kann man mit diesem Ding nicht aus dem Wasser rausholen? Welche Krankheitserreger sind dann da noch möglicherweise noch drin? Wo hilft das Ding denn nicht? Naja, es hilft mit Sicherheit gegen Viren, Bakterien und die sogenannten Protozoen. Die sind alle tot oder diejenigen, die überleben, sind sowieso nicht für uns gefährlich beziehungsweise gehen dann im Markenhops. Mit einer Ausnahme, dem Cyanobakterium. Weil das Cyanobakterium, ich habe es eingangs auch schon erwähnt, enthält Gift. Ob die Zelle tot ist oder nicht, ist egal. Sobald die Zelle beschädigt wird, zum Beispiel bei uns im Magen, wird das Gift frei. Haben wir also Verdacht auf Cyanobakterien in unserem Wasser, dann trinken wir es am besten gar nicht. Also auch nicht gefiltert. Aber die sicherste Wasseraufbereitungsmethode bei Verdacht auf Cyanobakterium im Wasser, Blaualge nennt sich das Ding auch, ist der Filter. Das ist so. Ne? Also das ist halt eben der Nachteil, den man dann mit eben einem Steripen in Kauf nimmt. Das Cyanobakterien kriegt man eigentlich nicht so gut raus. Ne? Das ist so. Das muss einem klar sein. Es gibt da jetzt noch so ein paar Notlösungen, eben, dass man sein Wasser erst entkeimt, dann wartet, bis sich das Zeug im Wasser unten abgesetzt hat, selbst wenn es zu klein ist, um gesehen zu werden. Tote Bakterien sind trotzdem immer noch absteigend quasi, also die sammeln sich am Grund eines Gefäßes und dann hat man vielleicht ein Röhrchen dabei oder sonst was und kann das Wasser dann von oben abtrinken. Und dann würde man sehr, 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 sehr wenig von der toten Cyanobakterien-Schlonze quasi zu sich nehmen. Im Idealfall sogar so gut wie überhaupt nichts. Also jedenfalls nicht so viel, dass dann mit großartiger Gefahr zu rechnen wäre. Trotzdem würde ich so eine Methode nur anwenden, wenn ich wirklich unbedingt Wasser brauche und eine andere Wasserquelle nicht zur Verfügung ist und ich zum Entkeimen auch wirklich nur einen Steripen zur Verfügung habe und keinen Wasserfilter. Ne?
das muss einem eben klar sein. Es gibt vielleicht noch ein paar andere Notlösungen, wie man mit Wasser verfährt, in dem Cyanobakterien drin sind. Aber das wäre jetzt so die Methode der Wahl. Hat man kein Röhrchen zum Abtrinken, dann muss man es halt vorsichtig oben abgießen und nimmt dann wirklich immer nur die obersten maximal 100 Milliliter, jetzt im Fall dieser Tasse. Die restlichen 300, die noch drin sind, die würde ich dann wieder verwerfen, aus Angst, dass da halt eben noch möglicherweise Cyanobakterien drin sind. Für diesen Prozess muss das Wasser aber wirklich eine ganze Weile ruhig stehen, also mindestens eine Stunde, würde ich sagen. Sollte ich jetzt in meinem Versuch fertig zu werden, bevor man mich nicht mehr sieht, was Wichtiges vergessen haben, dann ergänze ich das in irgendeiner textalischen Form, wahrscheinlich in der Infobox. Vielleicht auch per Fließtext, aber eher in der Infobox. Ne? So, und das soll es dann für heute auch wieder gewesen sein. Und da es jetzt dunkel im Wald ist und mich keiner mehr sieht, kann ich ja jetzt auf Zombiejagd gehen.